Also, wir haben uns heute hier versammelt, um wieder gegen Monsanto zu demonstrieren und uns für Artenvielfalt unter anderem einzusetzen. Heute weltweit demonstrieren, auf der ganzen Welt, in 400 Städten mindestens Menschen gegen Monsanto. Und man könnte meinen, wir haben ja im Mai schon mal demonstriert, dass bis jetzt nicht viel passiert ist, denn Monsanto hat letzten Mittwoch den Weltnahrungspreis gewonnen mit Syngenta zusammen. Und das ist ein absolutes Unding und deswegen bin ich jetzt ein bisschen betroffen, dass so wenig Leute hier sind, weil wir müssen unbedingt weitermachen und uns zeigen hier auf der Straße und überall. Ich möchte diesmal nicht von mir, ich habe extra keine Rede vorbereitet, weil wir haben tolle Sprecher da, die sich jeder in seinem Bereich auskennt. Wir haben einen Biobauern da, der sich mit dem Thema auch Landgrabbing befasst, also dieser Riesenaufkauf von Land. Und wir haben eine Frau aus Kolumbien da, denn in Kolumbien ist es im Moment ganz aktuell, das Thema. Und wir haben Heidi Osterman und Dr. Dietrich Witte aus Kanada da. Und Ken Jebsen von KenFM ist auch dabei. Und dann haben wir noch Angela aus Kalifornien hier. Also wir haben echt tolle Sprecher und ich möchte gerne eine Botschaft vorlesen von Vandana Shiva, die, ich weiß nicht, ob die euch bekannt ist. Das ist eine Bürgerrechtlerin, die hat eine Saatgutbank aufgemacht in Indien, also eine gemeinschaftliche, wo alle Zugriff zu haben. Seit 25 Jahren sammelt sie sozusagen schon Saaten dort. Genau, sie ist eine Bürgerrechtlerin, Umweltschützerin und Physikerin. Und sie hat eine Botschaft gesagt, eben jetzt für den March Against Monsanto. Und ich finde das sehr treffend und möchte es gern vorlesen. Ich bin gerade in Nadvanyas Saatgutbank, in der wir in mehr als 25 Jahren mit Liebe und Fürsorge alle Saatkörner gesammelt haben, die wir finden konnten. Es ist ein Platz, der mir die größte Freude, die meiste Hoffnung und den tiefsten Frieden gibt. Friede, denn es gibt keinen Widerspruch hier zwischen Pflanzen und für die Pflanzen. Es ist eine kommunale Saatgutbank, die als gemeinsames Saatgut geteilt wird. Freude, weil Leben Freude ist, die Kunst des Lebens, die Kunst in Freude zu leben ist. Und Hoffnung, weil wir in einer Zeit leben, in der das großartige Gedächtnis in jedem von diesen Samen ist. Das Gedächtnis des Landes, die Erinnerung unserer Vorfahren und das Gedächtnis der Evolution. All diese Erinnerungen werden versucht ausgelöscht zu werden von ein paar wenigen Kooperationen in nur wenigen Jahren, sodass diese Lizenzgebühren kassieren können durch die genetische Modifizierung des Saatguts. Darum rufen wir euch auf, euch der Bewegung für die Freiheit des Saatguts und der Freiheit für Nahrung anzuschließen, insbesondere in den zwei Aktionswochen zwischen dem 2. Oktober, Gandhis Geburtstag, und dem 16. Oktober, dem von den Vereinten Nationen gewidmete World Food Day. Überall werden Gesetze verabschiedet, die es unter Strafe stellen, die Nahrungsmittel- und Saatgutunabhängigkeit der Menschen zu bewahren. Die Europäische Kommission will ein Gesetz verabschieden, das es strafbar macht, lokales Saatgut zu besitzen. Kolumbien. Auf den Straßen wird auf Bauern geschossen, weil das US-kolumbianische Freihandelsabkommen Patentrechte auf Saatgut eingeführt hat. Die Kolumbianer aber ihr Saatgut als öffentliche Erbschaft betrachten. Afrika, dort gibt es Gesetze zur Harmonisierung, die entweder für die Rechte von Züchtern oder das Patentieren und den Zwang zur Registrierung sind. Dies sind verschiedene Wege, die Freiheit von Saatgut zu beschneiden, die Freiheit von Bauern zu beschneiden und die Freiheit von normalen Bürgern, die das Recht zur Wahl von Vielfalt wollen, die wissen wollen, was sie essen. Und das ist der Grund, warum wir Gesetze zur Kennzeichnung wollen. Der Kampf für die Kennzeichnung von Nahrungsmitteln in Kalifornien wurde mit 40 Millionen Dollar der Industrie besiegt. Jetzt wollen die Menschen in jedem Teilstaat der USA, sei es Washington oder Hawaii, nur die einfache Freiheit, das Recht zu wissen, was man isst. Wie kann es sein, dass Demokratien diese fundamentalen Rechte nicht zulassen? Gandhi hat uns gelehrt, dass solange der Gedanke, ungerechte Gesetze zu befolgen, besteht, solange wird Sklaverei bestehen. Das ist der Grund, warum er sich widersetzte, mit den Apartheid-Gesetzen in Südafrika zu kooperieren.
Das ist der Grund, warum Martin Luther King vor 50 Jahren mit seinen Menschenrechtsbewegungen über einen Traum sprach. Einen Traum, in dem wir alle Menschen frei sind, weil sie gleiche, in dem alle Menschen frei sind, weil sie gleiche Rechte haben. Dies ist der Traum, den wir fortsetzen zu träumen. Ein Traum für jede Spezies, jeden Schmetterling, jede Biene, jeden Regenwurm, jeden Krumen Erde frei zu sein. Dass jeder Samen von jeder Ernte sich frei entwickeln kann. Jeder noch so unbedeutende Bauer, jedes kleine Kind soll das Recht haben, einen Samen zu sehen und von diesem Samen für die Zukunft zu ernten. Wir rufen euch hiermit dazu auf, in euren Ländern solche Gesetze zu identifizieren, die euch dieser Freiheit berauben. Die der Erde, unserer Spezies, die aller Menschen. Findet heraus, welche dies sind und lasst uns das tun, was Gandhi mit den Salzgesetzen der Briten tat. Sagt ihnen, wir werden sie nicht befolgen. Die Briten versuchten, Salz zu ihrem Monopol zu machen. Ungerechte Gesetze sollten nicht befolgt werden. Am 16. Oktober ist World Food Day, aber vorher müssen wir am 12. Oktober auf die Straßen gehen, den Marsch gegen Monsanto wiederholen, überall vor ihre Tore marschieren und ihnen sagen, ihr könnt die Blackwaters der Welt kaufen, ihr könnt eure Spione schicken und jeden Wissenschaftler und Aktivisten jagen. Wir fürchten uns nicht. Wir erlauben keine Monsanto-Herrschaft durch Monsanto-Gesetze, unsere Saat, unsere Landwirtschaft oder unsere Nahrung zu bestimmen. Für den 16. Oktober hat Monsanto sich selbst mit dem Weltnahrungspreis ausgezeichnet, die Welt von Hunger zu befreien. 72% aller Nahrungsmittel dieser Welt werden von Kleinbauern hergestellt. Die wahren Lebensmittelhelden sind Gärtner und Kleinbauern. Unsere Mütter und Großmütter, die Köche in unserer Nachbarschaft, die Marktgärtner. Lasst uns am 16. Oktober diese echten Nahrungshelden erkennen und ehren, die uns echte Nahrung geben. Lasst uns die Gaben und Vielfalt der Natur feiern. Lasst uns alle die feiern, die ein sicheres, gesundes und nahrhaftes Lebensmittelsystem möglich machen. Lasst uns unsere Saat- und Lebensmittelfreiheit feiern und uns dazu verpflichten, diese zu verteidigen, ganz gleich wie sehr wie Firmen Monsanto unserer Saatgut und Nahrung besitzen wollen. Wir werden ihnen dies nicht erlauben. Und wenn wir als eine Menschheit zusammenstehen, jeder von uns an seinem kleinen Platz, aber gemeinsam in unserem Bewusstsein, gemeinsam in unserer Solidarität, gemeinsam in unserem Engagement für Saat- und Nahrungsmittelfreiheit, dann haben wir eine größere Macht als die brutalsten Korporationen und ihre Diktatoren. So. Das war die Rede und die fand ich ganz super. Super, danke, dass ihr hier seid.